Jo, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, heute startet ein ganz besonderes Event. Das ist wirklich mal was Besonderes. Lange darauf gewartet, dass das endlich mal passiert. Jo, und jetzt ist es soweit. Hier ist es, ja. Nee, das ist nicht der Anniversary Bundle. Okay, Anniversary Bundle, Mythic Mega Anniversary Bundle. Okay, lila Power Pack. Gibt's ja auch schon die ganze Zeit. Die Klepto Box, müssen wir auch noch ein Ding. Second Anniversary, hier ist es, hier ist es, hier ist es, hier ist es, hier ist es. Futurama. Hier ist es, Jacking On. All addicted cards are cheered for 50% of their base attack value and are healed for 20% of their base health every turn. Ja, also 50% Cheer und 20% Healing. Jede Runde ist natürlich mega, mega geil. Jetzt wollen wir uns noch mal ein paar Karten anschauen. Was es da momentan so gibt. Also jetzt hier haben wir ja bei den Golden Turds, können wir mal rein einen Blick reinwerfen, was da Neues hinzugekommen ist. Hier haben wir zum Beispiel das Baked, den Baked Evil Monkey. Super cool. Gibt's 51 Kombos dafür. Kombokarte, oh, was ist das? Nasal Spray Peter, okay. Anti-Pot PSA. Shoplift Addict, okay. Cigarette Addicts. Cool. Cougar Boost Steve. Junkfood Klaus, kennen wir schon. Free Weed Haley, okay. Cracksüchtigen Stan kennen wir ja auch schon. So. Berauscht. Der Legman ist jetzt auch, guck mal, Legman ist jetzt auch berauscht. Okay, alles klar. Limo-Trinkerin, Francine, Burger-Addict, Teddy, Chunky Blast, Offs, The Burger Boss Bob. Den fand ich früher cool. Ist geil, dass man den jetzt wieder spielen kann. Ja, früher musste ich mir die Gamer-Karten, hab ich mir extra da noch im Deckel lassen, ja. Aber cool. Borabo-Addict. Nice. Was haben wir noch alles? Okay, ja, unbezwingbare Sucht. Crack Addicted Fish, okay. ADHS Luan. Kleptobänder. Trippy Farnsworth. Geil. Guck mal, ja, geht der von der Biene oben in die Birne gestanden. Trippy Zoidberg. Wow, der Trippy Zoidberg, der tut, also Zoidberg ist so übel. Space Honey. Ja, da ist sie, die Flügelmutter Amy. Mega geil. Und Flügelmutter Lila. Nee, Lila war nicht, ne? Lila, hier, Spacey Honey. Okay, aber die Flügelmutter Amy, geil, geilo. So, gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Burger Addict Teddy. Das sind wahrscheinlich. Das ist ja eine Pre-Combo. Burger Addict Teddy. Was haben wir hier? Butter Toffees. Kennen ja schon einige. By the way, wenn wir das hier gerade schon haben, dann blenden wir das doch auch mal ein. Butter Toffees. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, muss ich mal schauen, ob ich das jetzt noch hier auf die Schnelle eingeblendet bekomme. Wahrscheinlich eher weniger. Das mache ich dann. Wobei. Kriegen wir schon. So. Müsste eigentlich. Machen wir doch gerade mal. Weil dazu hatte Maxi Max einen Kommentar abgegeben bei uns zu Butter Toffees. Und das war dieser hier. Mal gucken. Ich mal schnell schauen, dass ich das irgendwie da jetzt reinbekommen kann.
Geräusch nicht. Wenn das gelingt. Das war es jetzt nicht. So, doch, da ist es. Ich hab Glück, ich hab Butterscotch-Cookies schon lange. Ja. Gratulation, Maxi Max. Cool. So, und dann haben wir noch einen anderen Kommentar von Maxi Max, der auch sehr interessant ist. Nämlich, hoffe, irgendwann kommt auch das Rich und Hyper BGE. Wobei ich sagen muss, das Rich und Hyper BGE wird für manche, glaube ich, nicht ganz so toll werden. Also zumindest für die Gilden. Also nicht nur, dass es eben ins Geld gehen wird, aber dann kannst du nicht mehr solche Inseln machen wie Addicted, Hyper und so weiter und so fort, wo es wenig Möglichkeiten gibt, sich ein Deck dafür zusammenzubauen. So, ja, das sind wieder die gleichen Kombos, ne? Ja, brauchen wir, glaube ich, dann nicht mehr großartig reinzuschauen. Dann gucken wir mal, was gibt's noch? Cigarette Addicts, dann hier als Pre-Kombo. Crack Addicted Ding, dann haben wir Flügelmutter Lila. Was ist das? Der Hypno-Toad. Der sieht ja geil aus. Hypno-Toad sieht geil aus. Was haben wir hier? Shoplift Addict. Okay. Und da oben hatten wir ja auch schon Antipod. PSA hatten wir auch schon gehabt. Ja. Kugaboo Steve. Keine neue Combo jetzt hier mit dabei. Vermutlich nicht. Dann haben wir den Kleptobender. Auch eine coole Pre-Combo. Dann haben wir hier den Leon Petard. Prescription Weed. Shoplift Addict. Als Pre-Combo. Toad Licking. Und Trippy Zoidberg. Ja, das ist natürlich üb. Ne? Dann kommen hier die ganzen anderen. Bad Tina. Ist natürlich auch eine Pre-Combo. Ja. Aber nur in Epic. Schöne neue Karten mit hinzugekommen. Gucken wir mal ganz kurz hier hinten noch bei, bei den super phänomenalen Paketen. Gucken wir da mal rein. Ja, das ist das Gleiche. Hat sich nichts geändert. Das Einzige, was hier ist, dieses Prescription Weed. War, glaube ich, vorhin nicht mit dabei. Jo. Das war's jetzt hier. Achso, nee, das machen wir dann im Shop. Ein Shop-Video. Das war's jetzt hier zu dem Addicted BGE. Interessant halt wirklich, dass die Bad Tina, die schlimme Tina, jetzt Addicted ist. Mega cool. Dass die Flügelmutter Amy auch Addicted ist. Auch mega cool. Der Burger Boss Bob. Das wird lustig werden. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dass ich die Lecce relativ schnell habe, dass ich die mit dem machen kann, weil Bob in Mythic habe ich ja auf beiden Accounts. Ist schon geil. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir nehmen wir gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.